Hallo, willkommen zurück zu The Last Spell. Wir sind aufgestellt. Wir kriegen von zwei Seiten einen auf den Latz. Ich stelle mich mal lieber doch hier hin. Wir haben hier keinen Durchgang. Hier haben wir das Tor, wo wir zurückfallen könnten. Schauen wir mal. Na dann. Los geht's. Ist noch relativ moderat jetzt hier. I'm killing in the rain. Okay. Dann hast du hier schon mal ordentlich aufgeräumt. Der kann sich nicht sonderlich weit bewegen. Wir stellen uns schon mal ein bisschen weiter nach vorne. Dann hier wird das ziemlich das gleiche sein. Ja, oh, hätte ich nicht mal drauf schießen müssen. Beiden umklatschen. Wunderbitterlich. Alright, wie schaut das aus? Ja, nee, wir gehen zurück. Wir machen trotzdem mal vorsichtshalber den hier. Wie viele sind das denn? Einige? Sind einige, mein Freund. Ja, der braucht definitiv zwei, wenn nicht sogar noch mehr. Right. Wo hauen wir als nächstes drauf? Die können schon gut laufen, also vor allem er hier. Also er ist schnell. Ist aber auch mit einem abgefrühstückt, ne? Ah, keine Sichtlinie wegen dem Dulli. Das heißt, warte mal, hier? Nein, hier hin und ich bin sicher. So, dann bei euch. Oh, einen komplett verfehlt. Ja, moin. Aber der kann eh nicht so weit. Er läuft hart weit. Okay. Nicht so geil. Was machen wir da Schönes? Ich exekutiere den einfach mal. Zack. Sie hat noch ein bisschen Bewegungsspielraum. Aber auch nicht unendlich, ne? Da wird ein bisschen draufgekloppt. Ja,
Batschiss gekriegt. Okay, der da unten muss weg. Da könnten wir drei treffen. Also mit dem hier, ne? Na, vier sogar. Das ist natürlich die Frage, was machen wir dann mit dir? Du kannst nicht so weit. Wenn du dich hier hinstellst, machst du fünf Leuten Damage. Okay. Da würdest du noch zwei Leuten Damage machen können. Okay, Bewegungspunkte gekriegt. Aber keine Aktion mehr. Das ist ungünstig. Okay, ist auf jeden Fall nicht mehr so beweglich. Ja, er muss eigentlich weg hier. Okay. Kümmern wir uns erstmal um die krassen Viecher. Den wegkriege, bin ich eins so, ist trotzdem vier Bewegungen. Ich will den hier benutzen, ne? Eigentlich müsste ich zuerst die zwei irgendwie wegkriegen. Wir haben acht Bewegungen. Ich muss da ein bisschen weiter weg. Verfehlt, aber dann gekrittet. Krass. Oh, sehr schön. Machen wir erstmal die, die sich noch einwandfrei bewegen können. Ihn habe ich verfehlt, ja? Oh ne, er hat aber nur richtig live. 490 Rüstung. Krass. Bleib mal ein bisschen zurückfallen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir hier nicht zu sehr auf die Socken kriegen. Oh, nice. Ja, der eine. Wenn ich mich hier reinstelle. Dann könnte ich hier nochmal einen rauslassen. Er ist da krass. Oh, warte. Er regeneriert jede Runde seine Rüstung? Oh oh. Oh oh. Dann bringt schon fast gar nichts, hier drauf zu hauen, ne? Wie kriege ich den denn dann weg? Mit allen. Mit allen drauf, ohne Rücksicht, oder wie? Toll, wieder ein verfehlt. Oh.
außer Reichweite. Ja, klasse. Wie kriegen wir da am meisten Damage raus aus ihrem Skill? Machen wir das? Wir machen das einfach. Komm. Nochmal ein bisschen Bewegung rausgezogen. Ja, sie regelt schon. Sie regelt hart. Müssen wir mal gucken, dass die Gegner vielleicht ein bisschen auf sie einkloppen. Kritisch. Ordentlich aufgeräumt, ja. Verfehlt. Hey, du Witzka. Alter, so viele Bogenschützen auch. Nur 3, ne? Hier sind es 5. Ich muss mich da nur weiter bewegen. Ja, gut, dass wir einen verfehlt haben. Wir da. Oh, keine Aktionspunkte mehr. Muss ich das hier so verschwenden? Dann komm, hau raus. So, und du? Es wird langsam schwierig. Noch 36. Lass mal gucken, was hier gleich an Schaden rumkommt. Wow. Panik. Geht noch. Geht noch. Ich müsste sie langsam in die Richtung rüber. Gehen wir hier unten lang? Im Prinzip ist es fast egal, ne? Unerbittlich am Start. Hat mir jetzt nur keine weitere Bewegung gebracht, ne? Bläh.
Unser Mana geht langsam aus. Was mache ich denn jetzt hier? Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Ich hätte hier drauf schießen sollen, nicht Dödel. Sound hier oben? Boah. Wir müssen eigentlich irgendwas ballern und dann bestmöglich weglaufen. Fragt sich nur wohin, ne? Wie weit kommt ihr alle? Okay, hier bin ich erstmal sicher. Aber die City wird ein bisschen leiden. Metal Geier leidet auch. Okay, das war genau die falsche Richtung. Ah, hier. Ja gut, ich kann hier nicht weiter. Ich könnte zumindest die zwei... Na, ich krieg doch alle. Okay, ich kann die alle drei treffen. Der letzte Zauberspruch. Wir haben keinen Mana mehr. Mein Mana ist fast erschöpft. Ja, nicht nur fast, das ist komplett weg. Aktionspunkte noch 3. Dann nehme ich jetzt noch den hier. Okay. Das hilft schon mal. Oder bitte, ich hilft enorm. Nice. Okay, dann haben wir hier die Chance schon mal durch. Ich kann hier nicht durchlaufen, das heißt, ich muss in die Richtung. Aber das wäre dann, wenn ich hier will, noch 1, 2. Das wären auch 1, 2, ist eigentlich egal. Dem kann ich nichts machen. Oh, vielleicht doch nicht so viel Au. Vielleicht doch nicht so viel Au. Zack. Schnieke! ja, lauf mal weg hier. Ah, gereicht genau nicht mehr. Habe ich klasse gemacht. So, dann müssen wir alle auf den da drauf knüppeln. Geht gemacht. Dann machen wir den, dann kriegen wir nämlich auch extra Damage auf ihn selbst. Easy. Ja, du musst nur mit dem richtigen Charakter draufkloppen, ha? Huh?
Ja, physische Rüstung kriegt mehr Schaden von physischen Zeugs. Oh, nur du hast ein Level-Up gekriegt. Okay. Interessant. Interessant. Kommt zwei. Nehmen wir noch einer. Uiuiuiui. 2050, als nächstes gibt's. Ja, zwei Teile. Goldmäßig. Von 25 auf 40 passiv könnte man. Ja, komm, machen wir. Dann bauen wir, glaube ich, noch die zweite Goldmine. Aber wir können sogar insgesamt drei basteln. Muss ich... Ah ne, passt schon. Ich dachte, muss ich da noch draufklicken? Ne, muss ich nicht. Das würde direkt 40 Gold erzeugen. Kann ich zweimal machen. Dann könnte ich die schon mal aufwerten. Aber lass erstmal den Gegenstand holen. Eine Level 3 Rüstung, Level 2 Schuhe. 10% Resistenz. Und... Oh, plus 1 Aktionspunkt. Sehr nice. 30 Gesundheit für den Hammer. Noch mehr Damage, ne? Okay, physischer Schaden macht zu 100% Schaden gegen Rüstung. Deswegen haben wir da gerade so viel Damage gemacht. Der eine Aktionspunkt wäre schon geil, ne? Vor allem, weil wir... Ja... Muss ich das direkt machen? Nee, muss ich jetzt gerade nicht. Lass mal in den Laden gucken. Haben wir da noch andere Schuhe? Momentan scheinbar nicht wirklich. Was, eine Blue Shell? Schildkröten-Amulett des Geizes? Das 25% Crit. Lassen wir erstmal. Ich glaube, ich nehme die Schuhe. Ah, der Hammer wäre schon richtig geil. Gib doch mal den extra Schaden. Das wären. Grundsätzlich 40 Damage mehr, maximal nochmal 60 Damage mehr. Der eine Aktionspunkt. Okay, ich nehme den Hammer. So, nochmal mehr Schaden. Jo. Für isolierte Gegner. Ja, wer für. Bosse, wenn es sowas gibt, gut. Dann vorteilsmäßig. Oh, extra Erfahrungspunkte, wow. Für pro ausgegebene 7 Mana ein Aktionspunkt wäre vielleicht ein bisschen interessant. Alle 10% verbrauchtes Mana plus 4 kritische Treffer. Momentan hätten wir plus 16, weil wir 46% verbraucht haben. Okay, Sichtlinie ist eigentlich irrelevant für unsere Nahkämpfer, ne? Verbessert die Fähigkeit Schlag auf Länder Schlag, verursacht mehr Schaden und ermöglicht es, die Bewegungspunkte des Ziels zu beeinträchtigen. Das würde... Wollt das Bild 169 bis 212 machen? Wie viel macht denn ihr Schlag jetzt?
Wow. Also doppelt so, so krass. Ist aber auch nicht unbedingt so wichtig, würde ich sagen. Das wäre vielleicht auch interessant. Aber ich glaube, ich nehme einfach die Erfahrungspunkte. Dankeschön. Okay, die verdorbene Essenz. Willkommen im Orakulum, danke. Das ist unglaublich. Oh, der Glaube hilft wirklich sehr. Ein kostenloser Ratschlag. Sprich nicht mit deinen Mitmenschen darüber. Ich habe schon andere Echos von dir gesehen, die das versucht haben. Und es endet nie gut. Ups. Dann mache ich das Video mal lieber nicht auf öffentlich, ja? Ja, das gibt... Das Plündererlager will ich gar nicht haben. Auch gegen einen Preis neu würfeln. Ja, klasse. Wir könnten uns mehr Life geben. Ich auch sagen muss, mehr Mana, es sind aber auch nur 3%, ne? Die 3% Schaden, wow. Ich glaube, wir nehmen das Life. Flatsch, danke. Nach Kosten sortieren würde auch gehen. Du hast noch nichts für uns, ne? Nee, wir brauchen da noch ein bisschen was. Warte mal, gibt es 100 Aktionspunkte aus, um die Fähigkeiten der Pistolen zu wirken? Was? Wieso ist das hier schon vorangeschritten? Meinen die vielleicht... Das ist ein Kurzbögen, ja klar. Das stimmt auch so, aber das zählt als Pistole? Lasse einen Helden 500 Gesundheit erreichen. Damit's Priester gedöhnt. Die haben ausweichen Resistenzen und sowas drauf. Dann mit den Hämmern kannst du Silber- und Stahlhammer dazu kriegen. Interessant. Ja, das kommt so oder so. Irgendwann. Das kommt so oder so irgendwann. Wir können doch was machen? Ach so, irgendwelche neuen Waffendinger freischalten, okay. Wenn ich das hier mache... Von 40 auf 60 kostet jeweils 40. Könnte ich mir also eines nur von leisten. Das würde schon viel bringen. Er hat nur 10 Rüstungen, das ist schon mau. Ja, ihr zwei habt fast gar keine Rüstung jeweils. Mies. Aber sie hat halt richtig live, ne? Was hätten wir hier noch? Die Mana-Regeneration. Ach, für alle Helden. Ja, das wäre jetzt auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ich benutze das einfach. Ja, können wir das Max-Mana noch erhöhen? Bei wem wäre das was? Bei dir. Halt, das hätte ich fast hier geklickt. Ich habe auch da geklickt. Zum Glück hat mir das Spiel das nicht machen lassen. Ich habe alle Helden 40 live? Nee. Dann machen wir das einfach. Ich erhöhe das mal auf 80. So, wir haben noch einen Arbeiter, oder was? Jo. Ja, könnte man sagen. Hol mal 40 Gold raus. Wieder 72 oder wir sagen Buddel hier irgendwas weg. Ah, von den Leichen und sowas, ne? 18 Gold für 1. Das ist bei jedem gleich, ne? Zwölf Gold für 1.
Oder 40 Gold für eins. Okay. So, haben wir von allem das Limit gebaut momentan? Ja, das Gasthaus noch nicht, okay. Das könnten wir vielleicht demnächst auch angehen. Wenn ich repariere, gezielte Reparatur. Identisch. Verteidigung reparieren braucht 33. Und Wände auch 33, ist egal, weil das beides das gleiche ist. Kann man auf jeden Fall mal machen, ne? Könnten wir hier vielleicht ein Tor setzen. Hier noch ein bisschen was zumachen. Ich mache jetzt erstmal das Tor hier hin. Gehen wir gleich mal... Ja, ich mache hier mit verstärkten Wänden einfach zu. Okay, hätten wir das ausgegeben. Brauchen wir nicht mehr neue Gegenstände kaufen für 72? Was hätten wir denn? Die Hose. Heilung erhalten und physischer Schaden. Physischer Schaden bringt dir gar nichts. Du kannst keine Hose anziehen. Das wäre vielleicht was für ihn. 36 halt, ne? Eisenhut Stufe 3. Der Ausbreitungsschaden. Wir haben nichts mit der Ausbreitung. Ach, das können wir auch wegpacken. Was ist das hier? Starker Kristall. Weniger Bewegung, aber Resistenzreduktion. Mana-Trank. Oh, plus 3 Mana. Hui, ist das wenig. Hui. Das gibt ja auch nur 9 Block. Das einzige... Nee, der Helm bringt... Das einzige ist wirklich die Hose, ne? Die plus 3 physischer Schaden wären eigentlich nur bei ihm hier interessant. Ich glaube, ich kaufe die Hose. Auch wenn die nur Stufe 1 ist. So, deine Hose gibt 5 Mana. Deine gibt Rüstung und Genauigkeit. Ich glaube, die Mana sind... Oder das Mana ist ein bisschen wichtiger... Dann können wir das hier verkaufen. Oder warte mal. Ach, das wechselt nur den Waffensatz, nicht die Hose. Okay, also am Schlachtfeld die Hose ausziehen ist auch immer so ein bisschen... Nicht so intelligent, würde ich sagen. Der Laden war B? Ja. So, 47 Gold haben wir. Da könnten wir doch irgendwas noch aufwerten, ne? Okay, dann können wir nachher auf jeden Fall Gold produzieren. Gegner kommen von hier und da. Wäre interessant zu wissen, was für Gegner da kommen. Hier sind nur 2 Totenköpfe. Ich glaube, wir hatten mal eins mit 3. Ich glaube, das zeigt an, wie stark jeweils die Welle sein wird. Ich glaube, Shai kann da oben alleine kämpfen. Dann stellen wir uns für den nächsten Kampf schon mal auf. Und sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hoffentlich... alles machen, was wir machen müssen, dürfen, sollen, können. Leute, macht's gut, bis dann und ciao.